Hallo, lass uns wieder über Mathe sprechen. Heute möchte ich nicht über irgendein bestimmtes Thema innerhalb der Mathematik sprechen, sondern tatsächlich über Mathe. Also ich möchte über die Frage sprechen, was ist überhaupt Mathematik? Weil ich habe diesen Mathematik-YouTube-Kanal und ich finde, dann ergibt es Sinn, auch mal darüber zu sprechen, was tut das hier überhaupt? Was ist Mathematik? Was soll das Ganze? Und ich glaube halt auch viele Menschen haben ganz komische Vorstellungen darüber, was Mathematik ist, was wahrscheinlich daher kommt, dass wir im Mathematikunterricht in der Schule immer nur rechnen lernen und nicht Mathe. Und ich habe das Gefühl, MathematikerInnen leben in so einer ganz anderen Welt, wenn sie über Mathe nachdenken. Und Nicht-MathematikerInnen haben so gar keinen Einblick da rein. Und in diesem Video versuche ich ein bisschen greifbarer zu machen oder herauszukristallisieren, was Mathe im Kern eigentlich tatsächlich ist. Also falls du nicht MathematikerIn bist und aus diesem Video eine Sache mitnehmen solltest, dann ist das, dass Mathematik nicht Rechnen ist. Mathematik und Rechnen sind nicht das Gleiche. Im Schulunterricht lernen wir Rechnen, aber wir lernen nicht Mathematik. Rechnen ist eine Tätigkeit, die wir in der Mathematik als Hilfsmittel anwenden können, aber Rechnen ist nicht Mathematik, sondern nur eine Tätigkeit, die ein Hilfsmittel ist in der Mathematik. So ähnlich wie wenn du Künstlerin bist und Farben mischen ist eine Tätigkeit, die du als Hilfsmittel anwenden kannst, aber Farben mischen ist nicht Kunst. Oder wenn du Sport machst und Sportlerin bist, dann ist Dehnen eine Tätigkeit, die du als Hilfsmittel anwenden kannst, aber Dehnen ist nicht Sport oder halt meistens nicht der hauptsächliche Sport, den man so macht. Keine Ahnung, ob Dehnen vielleicht als Sport gilt. Aber wie auch immer, der Punkt hier ist, genauso wie Farbenmischen nicht Kunst ist, schon die ganze Kunst ist, ist halt Rechnen nicht schon die ganze Mathematik. Mathematik ist viel mehr und Rechnen ist nur eine Tätigkeit, die man machen kann und die ein Hilfsmittel sein kann und nicht alles. Wie erwähnt, ist das Problem eben so ein bisschen, dass wir im Schulunterricht Mathematik immer nur rechnen. Wir machen nichts anderes als rechnen. Wir lernen rechnen, wir lernen nicht Mathematik. Es ist so ein bisschen so, wie wenn ich einen Kochkurs mache und alles, was ich lerne, ist Bananen mit einer Gabel zermatschen. Nur weil ich Bananen mit einer Gabel zermatschen kann, habe ich noch keinen Überblick darüber, was Kochen ist. Ich finde, wenn überhaupt, kann man sich Mathematik ein bisschen so vorstellen wie Philosophie. Also in der Philosophie geht es ja darum, mithilfe von logischen Argumentationen zu Schlussfolgerungen zu kommen. Es gibt eine bestimmte Fragestellung, man denkt über diese Frage nach, wendet logische Grundsätze und Regeln an und findet dann hoffentlich irgendwas Neues heraus. Und in der Mathematik machen wir eigentlich genau das Gleiche, nur dass wir nicht über so Fragen nachdenken wie, was ist ein gutes Leben oder was kann ich wissen, sondern wir denken über abstrakte mathematische Objekte nach. Und mathematische Objekte können halt alle möglichen Dinge sein. Also mathematische Objekte, Zahlen sind mathematische Objekte, Mengen sind mathematische Objekte, also eine Menge ist einfach eine Sammlung an Sachen. Das abstrakt definiert ist einfach ein mathematisches Objekt. Ein Dreieck ist ein mathematisches Objekt. Es gibt sehr viele unterschiedliche Dinge, die mathematische Objekte sein können. Gemeinsam haben die aber immer, dass sie formal, klar und genau definiert sind. Und das ist auch ein Hauptunterschied zwischen der Mathematik und der Philosophie. In der Mathematik, jedes Objekt, alles in der Mathematik, ist krass, genau, klar und eindeutig definiert. Alles ist formalisiert. Philosophie ist nicht bis ins letzte Detail durchformalisiert. Das wäre auch gar nicht möglich. Um die Philosophie komplett durchzuformalisieren, müsste man wirklich jedes einzelne Wort genau definieren, sich dann darauf einigen, um dann von da aus weiterdenken zu können. Das ist nicht wirklich realistisch. In der Mathematik haben wir das aber gegeben und deshalb kommen wir in der Mathematik zu unumstößlich wahren Erkenntnissen. So, wir haben nichts gegeben, definieren eine abstrakte Sache und allein mit logischem Denken und Anwenden von logischen Regeln können wir dann neue Dinge über diese Sache herausfinden. Das nennt man dann auch Beweisen. Das ist in der Philosophie sehr anders. So, in der Mathematik haben wir halt wirklich unumstößlich wahre Aussagen, immer am Ende. Und für mich ist das halt das Faszinierendste überhaupt, dass du quasi von nichts ausgehen kannst, dir abstrakt etwas definieren kannst und dann einfach super viel herausfinden kannst, allein durch logisches Denken. Ich finde das so heftig. Mathematik ist so krass, weil Mathematik keine empirischen Daten braucht,
komplett losgelöst von der Welt ist, keine Anwendung braucht, wenngleich es Anwendung gibt und halt einfach so funktioniert und aufblüht, ohne dass du was gestreut hast. Und genauso krass ist halt so, wir haben nichts, wir definieren abstrakt formale Dinge, denken darüber nach, finden Eigenschaften von denen heraus, verstehen diese Objekte immer besser und krasser und plötzlich nach ein paar Jahrzehnten finden unsere abstrakten, formalen, logischen Überlegungen plötzlich Anwendungen in der Physik, in der Chemie, in den Ingenieurwissenschaften, in der Informatik. Und so alles, was wir tun, hat Anwendung. Meistens dauert es halt eine Zeit lang, bis unsere Überlegungen irgendwo Anwendung finden. Aber so das, was wir uns überlegen, sind nicht einfach irgendwelche haltlosen Überlegungen, sondern Dinge, die wir dann halt wirklich nach einiger Zeit in der Welt finden, anwenden können, ohne dass wir die Anwendung überhaupt gebraucht hätten, um unser Gedankenkonstrukt aufzubauen. Es ist halt so krass, weil du kannst halt immer von Null starten und dann erstmal dieses Gerüst der Mathematik aufbauen und dann, wir sind jetzt mittlerweile an dem Punkt, dass die Mathematik schon so ein riesengroßer Palast ist, der unfassbar vielfältig und riesig und tief ist und all das ist nur entstanden, weil sich mal Leute hingesetzt haben, nachgedacht haben und mithilfe von Logik Dinge herausgefunden haben. Ich mache hier jetzt mein Promotionsstudium in Mathematik und ich werde halt öfter von Leuten gefragt, was ich denn dann mache, wenn ich Mathe mache. Also was dann meine Tätigkeit ist, die ich ausführe. Und die Antwort ist halt, dass ich viel erstmal Gedanken von anderen MathematikerInnen lese und versuche, die nachzuvollziehen, versuchen zu sehen, was wir schon gebaut haben, wie das genau aussieht, warum das zusammenhält, wie das Sinn ergibt, warum dieses Gebäude funktioniert. Und dann schaue ich, was wäre ein sinnvoller Anbau und wie kann ich diesen Anbau konstruieren und wie kann ich machen, dass der wiederum zusammenhält und dass nachher alles zusammenpasst und ich in dieser Welt etwas erweitern kann, was noch nicht da ist. Aber erstmal geht es halt auch viel darum, diese Welt erstmal kennenzulernen und zu erkunden und dann zu schauen, wie man selber was beitragen kann. Also im Grunde ist die Antwort halt, was mache ich, wenn ich Mathe mache? Ich sitze da und denke nach. Das ist, was ich mache. Das Wort Mathematik an sich kommt aus dem Altgriechischen und heißt die Kunst des Lernens. Und irgendwie hoffe ich ja, dass schon ein bisschen klar geworden ist, warum das Sinn ergibt. Das ergibt deshalb Sinn, weil wir uns in der Mathematik ja eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigen, abstrakt, wie können wir neue Dinge herausfinden. Das ist das, was wir die ganze Zeit konstant machen. Andersherum, Philosophie, das Wort kommt auch aus dem Altgriechischen und bedeutet die Liebe zur Weisheit. Und ich finde, die Kunst des Lernens und die Liebe zur Weisheit passt halt so schön zusammen. Und ich finde diesen Zusammenhang und, die Beziehung zwischen Philosophie und Mathematik so schön. Ich hatte in meinem Studium Nebenfach Philosophie übrigens. Und früher war das übrigens auch so, dass halt viele, viele Philosophinnen auch MathematikerInnen waren. Aber der Punkt ist, warum werden wir besser darin, Dinge herauszufinden, wenn wir uns mit Mathematik beschäftigen? Weil wir eigentlich immer nur Strukturen betrachten und sie mithilfe von Logik auf ihre Muster untersuchen. Wenn man sehr gut darin ist, Strukturen zu untersuchen und Muster zu erkennen, dann hilft einem das im Allgemeinen dabei, Neues herauszufinden und Dinge zu lernen. Und um jetzt alles noch ein bisschen schöner auszudrücken, möchte ich ein paar Zitate teilen von berühmten MathematikerInnen und Leuten und dann ein bisschen auch noch darüber sprechen. Also es gibt dieses Zitat von Godfrey Harold Hardy und das sagt: A mathematician, like a painter or a poet, is a maker of patterns. If his patterns are more permanent than theirs, it is because they are made with ideas. The mathematician's patterns, like the painters or poets, must be beautiful. The ideas, like the colors or the words, must fit together in a harmonious way. Beauty is the first test. There's no permanent place in the world for ugly mathematics. Und ich finde dieses Zitat so schön. Ich mag es so gern. Und dann wurde am 5. Juli 2022, also vor kurzem erst, ein Artikel veröffentlicht im Quanta Magazine über Jun Hu, der die Fields-Medaille gewonnen hat. Und das sind jetzt halt Zitate aus diesem Artikel, also ja.
Und die finde ich auch sehr gut. Also das Ding ist, Junho hat halt mal überlegt, dass er Poet werden möchte und halt schreiben möchte und er hat gerne Gedichte geschrieben. Und dann steht aber in dem Artikel etwas, was er dann herausgefunden hat über sich. Hugh discovered that this kind of mathematics could give him what poetry could not. The ability to search for beauty outside himself. To try to grasp something external, objective and true, in a way that opened him up more than writing ever had. You don't think about your small self, he said. There's no place for ego. Hugh himself draws parallels between the artist and the mathematician. For both, he said, it feels like you're grabbing something that's already there, rather than creating something in your mind. Dann gibt es auch noch richtig viele richtig coole Artikel über Mariam Mirzakhani. Mariam war die erste Frau, die jemals die Fields-Medaille gewonnen hat. Die Fields-Medaille ist der höchste Preis in der Mathematik und ungefähr so auf dem Level vom Nobelpreis. Also Fields-Medaille ist halt so der Nobelpreis der Mathematik und Mariam war die erste Frau, die Fields-Medaille jemals gewonnen hat. Und es gibt so coole Artikel über die und ich möchte da auch nochmal Zitate raus vorlesen. Also, über Mariam Mirzakhani wird berichtet. Mariam Mirzakhani was a mathematician, but she worked like an artist, always drawing. She liked to crouch on the floor with large sheets of paper, filling them with doodles. Repeated floral figures and bulbous, rubbery bodies, their appendages sliced clean away like denizens of a lost Mirzakhani anime. One of her Stanford University graduate students said, Mirzakhani portrayed problems in mathematics not as daunting logical conundrums, but as animated tableaus. It's almost like she had a window on the math landscape and she was trying to describe how the things living there interacted with each other. Und es ist halt so, wenn du halt so liest, was diese ganzen berühmten MathematikerInnen zu sagen haben, dann finden wir immer wieder Referenzen zu Kunst, Ästhetik, zu einer Landschaft, einer Welt, in der Dinge leben, die man beobachten kann, die schön sind und harmonisch zusammenpassen. Und ich finde das so sehr bemerkenswert, dass alle quasi gleiche Metaphern verwenden. Es ist so, wir reisen mit unserem Kopf in eine andere Welt und beobachten einfach nur, was da ist und alles ist strukturiert und ergibt Sinn und passt zusammen. Und die Kunst besteht eigentlich nur darin, klar genug zu sehen, um dann die Fakten über die Strukturen aufschreiben zu können. So, unsere Köpfe schweben in dieser Mathe-Welt, die komplett bereit ist, sich zu offenbaren, wenn wir nur geduldig genug sind und genau genug hinsehen. Mathematik ist wie so eine kollektive Meditation und MathematikerInnen zeigen sich nur gegenseitig Dinge, die sie halt wahrnehmen. Und jedes dieser Dinge ist nur so ein kleiner Tropfen im Meer der unumstößlichen Wahrheiten, in dem wir eigentlich alle nur schwimmen wollen, um ein bisschen den Geschmack von Unendlichkeit auf unseren Lippen zu schmecken. Keine Ahnung, ob alle so fühlen. Aber halt so, Logik ist so unfassbar mächtig, ultimative Wahrheiten sind so unfassbar schön und Mathematik ist so der Hintergrund, vor dem sich das alles offenbart. Und das Ding ist, ich habe schon mal einen Blogartikel für die Stiftung Rechnen geschrieben über das Thema, was ist Mathematik? Und damals hatte ich einige meiner befreundeten MathematikerInnen, KollegInnen dazu befragt, was sie so dazu zu sagen haben. Also was würden sie sagen, was ist Mathematik? Und ich möchte da auch noch ein paar Antworten teilen, weil ich einfach finde, so, was ist Mathematik? Das ist so eine Frage, die kann nicht eine Person alleine beantworten vielleicht, sondern vielleicht brauchen wir einfach mehr Perspektiven. Und ich möchte einige der Antworten, die ich damals von den Menschen erhalten habe, auch noch vorlesen. Also Dr. Marcel Wunderlich schreibt, Mathematik machen heißt, Dinge zu verstehen, sie auf das Wesentliche zu reduzieren und die logischen Konsequenzen zu Ende zu denken. Dr. Kevin Polchak sagt, Mathe ist ein ausgeartetes System, was die Realität abbildet. Am liebsten beschäftige ich mich damit, formale Dinge intuitiv aufzufassen. Also eigentlich zu verstehen, wieso man formales Zeug macht, ohne dabei die Intuition aus den Augen zu verlieren. Und hier ist ein etwas längeres Zitat von Professor Dr. Linus Kramer. Mathematik hat sehr wenig mit Rechnen zu tun und sehr viel mit Knobeln und mit systematischem Nachdenken. Man muss geduldig sein. Es kann einem passieren, dass man monatelang über ein Problem nachdenkt und am Ende gar nichts herausbekommt. Oder noch schlimmer, man denkt, man hat ein Problem gelöst und merkt dann beim Aufschreiben, dass man etwas übersehen hat. Wohl jedem Mathematiker und jeder Mathematikerin ist das schon passiert.
umso toller ist es, wenn man ein schwieriges Problem knackt, das vorher noch niemand herausbekommen hat. Besonders spannend ist es, weil man Probleme lösen kann, indem man Techniken aus ganz unterschiedlichen Teilen der Mathematik kombiniert. Manchmal wird man gefragt, ist in der Mathematik nicht schon alles bekannt? Der Eindruck entsteht wahrscheinlich durch den Schulstoff. Es ist überhaupt nicht so. Die Mathematik entwickelt sich ständig weiter und es gibt immer wieder neue schwierige Fragen. Kaum eine andere Wissenschaft hat in den letzten Jahrhunderten solche Fortschritte gemacht wie die Mathematik. Also das nur, um nochmal ein paar andere Perspektiven zu teilen. Ich finde auch hier den letzten Punkt nochmal sehr wichtig. Also wo gesagt wird, in der Mathematik gibt es immer noch Neues herauszufinden. Weil ich glaube, viele Leute, wenn sie mich fragen, was machst du denn überhaupt, wenn du Mathe machst, haben nicht nur quasi die Frage, was ist die Tätigkeit, was du machst, also dass sie sich die Tätigkeit nicht vorstellen können, sondern ich glaube, da steckt auch immer so ein bisschen diese Frage drin, was sind denn überhaupt noch offene Fragen in der Mathematik? Was kann es denn noch geben, was wir in der Mathematik noch nicht herausgefunden haben? Und das ist halt, wenn man halt nur Rechnen kennt, okay, wir haben halt die Rechenregeln in Körpern, in den reellen Zahlen, so das wissen wir schon alles. Was soll man denn noch ausrechnen können? Aber das ist halt, so findest du halt niemals eine Antwort. Du findest niemals eine Antwort, weil die Frage falsch gestellt ist, weil es in der Mathematik nicht darum geht, Dinge auszurechnen. So, und jetzt ganz zum Schluss noch, als ich damals Menschen gefragt habe, was ist für dich Mathematik, hat mir eine Person als E-Mail zurückgeschickt, einfach so ein Gedicht, was sie selbst geschrieben hat über Mathematik. Und ich fand es so cool und so schön und das möchte ich auch noch vorlesen. Und das Gedicht ist von Dr. Nils Leder, der auch in Mathe promoviert hat. Also das Gedicht trägt den Titel Was ist Mathematik? Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Mathematik ist, Zeichen hinter Zeichen schreiben, bis sie dich in den Wahnsinn treiben. Mathematik heißt, das Ende vom Beweis erleben, dass Dinge plötzlich Sinn ergeben. Mathematik packt, einen Traum beim Schopf, die Reise in den eigenen Kopf. Mathematik erschafft, zauberhaft und wunderbar, etwas, wo vorher gar nichts war. Mathematik bedeutet, ohne rot zu werden, Unterkörper sagen, bei Hinrichtung nicht nach Opfern fragen. Mathematik ist unberechenbar. Manches scheint so sonnenklar, bis sich zeigt, wie falsch das war. Mathematik umfasst so vieles mehr, sie einzugrenzen unendlich schwer, sodass mir nur zu sagen bliebe, es ist, was es ist, sagt die Liebe. Ja, und so viel zu der Mathematik und Mathe und der Mathematik und warum Mathe so toll ist. Das wollte ich einmal geteilt haben. Ein bisschen dazu, warum Mathematik nicht nur Rechnen ist, sondern so viel mehr. Ein bisschen mehr dazu, wie MathematikerInnen die Mathematik sehen und erleben und was sie so machen und wie das so im Kopf alles ist. Ja, und ich hoffe, das hat alles ein bisschen klarer gemacht vielleicht. Vielleicht sind jetzt auch nur alle verwirrt. Das kann auch sein. Aber besser verwirrt sein und sich bewusst zu sein, dass man nicht weiß, was Mathe ist, als zu denken, Mathe wäre nur Rechnen. Okay, also das war's. Wenn du meinen Kanal unterstützen willst, kannst du gerne liken, kommentieren, abonnieren, kannst du mir einen Kaffee via Ko-fi ausgeben, kannst du Patreon werden oder mir eine Spende via PayPal zukommen lassen. Alles kann, nichts muss und bis dann.